Den reinen Luxus stellt sich wahrscheinlich nicht nur Stefan Effenberg normalerweise ein bisschen anders vor. Windstärke 8 bis 9, Schauer, der Spaß am Fußballspiel hielt sich bei allen Beteiligten eher in Grenzen. Doch die Partie begann nicht nur meteorologisch interessant. Der VfL Wolfsburg nach 10 Minuten mit der ersten großen Möglichkeit, Hansa Rostocks makellose Auswärtsstatistik zu beenden. Doch es blieb bei 0 Gegentreffern in Auswärtsspielen. Diego Klimowitz Fehlversuch, eher nicht wetterbedingt. VfL-Coach Wolfgang Wolf forderte Besserung und es wurde besser. Effenberg nach einer halben Stunde auf Ponte. In der Mitte wartet Diego Klimowitz. Und in diesem Fall macht er alles besser. Die verdiente Führung für den VfL. Pontes gute Hineingabe und Klimowitz mit dem 1:0. Den einen begann es richtig Spaß zu machen. Rostocks Armin Fee eher weniger. Erstaunlich, in der zweiten Hälfte waren nur noch Regenmenge und Windgeschwindigkeit. Der Ball im Stehversuch. Es blieb beim 1:0 für den VfL Wolfsburg in einem besonders schweren Spiel für alle. Mir tat es ein bisschen leid für die Zuschauer, die da draußen sind und sich nicht bewegen können. Die denn da sitzen bei so einem Wetter, wir bewegen uns ja wenigstens. Sind mit den Bedingungen, glaube ich, ein bisschen besser klargekommen und haben auch verdient gewonnen, glaube ich. Rostocks erste Auswärtsniederlage für Wolfsburg. Eine Freude, die man sich auch bei diesem Wetter gern geleistet hat.